Ihr Lieben, wir fahren weiter in Forza Horizon 5. Wir müssen mal ein C-Klasse-Auto für ein gutes Rennen hier raus ausführen. Und da würde ich sagen, nehmen wir mal den Renault Clio oder Megane. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Den Renault Clio, sage ich doch. Und wir fahren erstmal hier kurz zu einem Schnellreiseschild. Und dann fahren wir ein Rivalen-Event, damit wir auch ein Rivalen-Event mal mit einem C-Klasse-Auto beendet haben. So. Bei nächster Gelegenheit enden. Du hast dein Ziel erreicht. Hallo. Tschüss. So, ganz kurz. Autos. Ruhrpark. Da ja, haben wir gerade ein Auto gewonnen bei... Wie heißt's? Eliminator. Irgendwas wollte ich gerade noch hier machen, Olle. Ja. Brauche ich noch ein paar Auszeichnungen, die ich abholen muss? Oh ja! Bam! Blauer klassischer irgendwas. Ach, den Lola Penske haben wir doch schon, oder? Gewinne alle Straßenrennen. Okay, hier haben wir auch noch drei Preise. Nummer 1, 2 und... Was ist das? 50 legendäre Autos haben. Und 450 einzigartige Autos haben. Halleluja. Ja, wir grinden logischerweise dann noch die ganzen Erfolge. Ich habe keine Ahnung, wonach ich hier sortieren soll. Aha, hallo. Moin, Julian. So. 488.000 Auszeichnungspunkte. Das ist doch nicht schlecht. So, gucken wir mal. Was für eine Strecke fahren wir hier mit dem Auto? Eine vielleicht nicht ganz so unendlich lange. Bin ich Kingpin nicht vorhin schon mal gefahren? Ja, komm, hier die Jagd. Machen wir mal. Bisschen Supernatural Vibe, ab auf die Jagd. Achso, liebe Mozzarinos, könnt ihr bitte entfernen, dass wir noch iRacing danach haben, weil ich möchte danach, glaube ich, ja, Pause machen. Bis so 12 Uhr ist, glaube ich, ganz vernünftig für einen Stream und nicht deutlich drüber hinaus. Dann kann man nochmal anderen Pflichten nachgehen. So, aber auf geht's. Ehre. So, 3 Minuten plus wird das dauern hier. Geht gut durch die Kurven. Nice. Geht mit Sicherheit doch deutlich schneller das Auto, aber I am zufrieden. Okay, kommt da sogar noch ein etwas schnellerer Part noch auf uns zu. Mal gucken, ob wir es in unter 3,20 oder so schaffen. So deutlich vermute ich auch nicht, ne.
Ich finde irgendwie die Aufteilung im Tacho komisch. Warum in aller Welt steht der Gang so ein bisschen kleiner hinter der Geschwindigkeit? Das sieht so ein bisschen aus wie in F1. Dieses blablabla viele Punkte, 0,5. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, das sieht falsch aus. Das sollte so nicht sein eigentlich, ne? Halbe Punkte sind meh. Ja, unter 3,10 sogar fast. Krass. Nice. Ah, jetzt hätte ich bei Nacht mal ein Foto schießen sollen. Na gut. Dann nicht. Punkte und wir haben M5E34, doch. Ja, nice. Nice. Geht weiter. Immer weiter. Clio macht aber auch Spaß, muss ich sagen, tatsächlich. Also, gutes Auto. Ah ja, nicht Festival Playlist, Auszeichnung, da müssen wir hin. Wo sind denn eigentlich diese ganzen, online? Drei Autos? Alter. Da, okay. Ah, das ist online. Okay. Gucken wir mal, was wir noch alles haben. 10 Rivalengeister besiegen. 5 Rivalengeister der B-Klasse. Hey, tritt man nicht immer gegen einen Rivalengeist an? Alter, überall nochmal eine saubere Runde fahren. Gibt nochmal überall 500 Punkte. Uff, Tata. Na gut, das kann natürlich alles einen Moment dauern dann. Da hat man nochmal eine Menge zu tun. Kingpin. Fahren wir doch rüber. Kleid schmeichelt mein Bein. Danke dir. Die Socken sehen dazu auch sehr gut aus. In 400 Metern scharf links abbiegen. Ich könnte auch erstmal versuchen, hier ein Rennen zu gewinnen. Auf geht's. Ups. Alles geplant. Halbe Punkte wie bei Lauda und Prost damals. Ja, so weit muss man auch nicht zurück in die Zeit gehen. Das letzte Mal, als es halbe Punkte gab, war Belgien 2021. Was übrigens auch ein totaler Witz ist, weil das Rennen ging 2 Runden, technisch gesehen. Es gab ein vorläufiges Rennergebnis, was man dann wieder zurückgezogen hat und dann nochmal gepostet hat. Und es hat... Gute Nacht, Jesper. Hau rein, Digi. Das Rennen ging im Prinzip nicht mal ansatzweise so lang wie ein Sprint-Qualifying. Und gibt deutlich mehr Punkte, also... Was ein Quatsch. Hamel Justin. Mein Thomas.
Ja, aber mal im Ernst, besiege ich nicht die ganze Zeit schon Rivalengeister? Oder was ist damit gemeint? Wie besiegt man denn Rivalengeister? Muss ich dann nochmal ins Event und nochmal irgendwie weiteren Fahrer besiegen oder was? Event und dann gibt's Rivalenrennen statt Solo. Come on. Das meinst du jetzt nicht ernst? Mit dem entsprechenden Fahrzeug gegen die entsprechende KI-Stufe oder so wird es auch relativ schnell verhältnismäßig easy. Also ich habe mich so oft auf Profi hier abgerackert, weil die Autos mit zunehmender Fahrzeugperformance anscheinend exorbitant schneller werden. Und dazu gewinnen wir das Ding einfach hier easy. Der erste Geist zählt, ich muss quasi noch einen Run fahren. Das ist auch das, was ich mir überlegt habe gerade. Auch wenn es halt eigentlich unlogisch ist, aber vielleicht setzt das Spiel genau da an, keine Ahnung. Easy Snack. .56 870 870 1:15:1 als schnellste Zeit. Schade. Freue mich immer über ein neues Auto, das ich noch nicht habe. Okay, der erste Geist zählt anscheinend. Ja, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass ich viel mehr Rivalen-Herausforderungen gemacht habe, als mir jetzt angerechnet wurden, genau dafür. Aber wir gucken mal. D-Klasse. 2 Rivalengeister besiegen. Ja, gucken wir mal. So, die Überreste der alten Farmmaschine. Die ganzen Willis Jeeps. So, auf geht's. Okay. 1:24:1. Der scheint aber auch ganz gut durchgepaced zu haben. Mit dem C-Auto hatten wir gerade 1:15. Mal gucken, ob ich die Zeit unterbieten kann. Ja, wobei, warte mal, der hat keine gültige Runde. Das heißt, egal was ich mache, ich dürfte eigentlich schneller sein als er. Also besser sein als er. Allein fürs Wissen wäre es halt schon cool, wenn ich ihn jetzt aber auch zeitentechnisch besiege.
Musst du eine saubere Runde fahren, ja. Die sind gut. Am Ende war ich gar nicht mehr so weit weg. Holen wir erstmal die Belohnung ab. Ja, anscheinend zählt der erste Geist nicht. Nun. Vielleicht ist es auch einfach buggy wieder mal. Das ist halt Dauerzustand gefühlt bei Forza Horizon. Wait, anderer Rivale. Ich fahr doch nicht gegen Alex Johnson, Diggi. Wobei, was ist er hier gefahren? Ja, also entweder es hat was mit der damit zu tun, dass der erste Rivale war, oder damit, dass ich die Zeit auch unbedingt schlagen muss, keine Ahnung. Aber eigentlich zählt es ja auch als Rivale besiegt, wenn du einfach nur eine saubere Runde gefahren bist. Rein in den Attacks, Junge. Da wäre ich happy, wenn ich auf seinem Pace-Level wäre. Ich hätte die andere Klasse nehmen sollen. Jetzt habe ich keine Referenz mehr, wie es bei dieser Klasse ausschaut. Na egal. Hier habe ich mir nicht gemerkt, wie viele Geister ich schon besiegt hatte. Nice. Eine Minute. Warum sind so Spiele wie so Arcade-Rennspiele mit Lenkradfahren nicht so geil? Puh. Also, ich würde halt sagen, bei einer Simulation wird halt sehr viel mehr simuliert. Einmal auf die Schulter klopfen. Für diese Erkenntnis. Nee, also in der Simulation wird viel mehr simuliert und deswegen hast du extrem viel Feedback, was dir dein Eingabegerät geben kann. Und es fühlt sich darüber hinaus auch sehr viel natürlicher an, wenn du eine Simulation mit dem Lenkrad fährst, weil das halt sich nachvollziehbar anfühlt. Und deswegen würde ich sagen, das sind so die zwei Gründe, warum sich eine Simulation besser anfühlt als ein Arcade Racer.
Arcade Racer ist halt nicht nachvollziehbar von der Fahrphysik her, wenn du das mal so als Vergleich zu, als den Vergleich zu Simulation Arcade hast. Fahrphysik ist halt nicht nachvollziehbar, beziehungsweise nicht natürlich, nicht logisch. Und darüber hinaus gibt halt einen guten Grund dafür, warum. Weil halt einfach die Grundlage, auf der die Fahrphysik dann berechnet wird, einfach eine ganz andere ist. Und oft wird halt einfach keine Ressourcen da reingesteckt, selbst wenn die Physik komplex ist, dass sie vernünftig vermittelt wird. Also du hast halt bei einem hier Forza Horizon hast du einfach einen krassen Fokus darauf auf Controller-Spieler. Und auch wenn manche Leute meinen, ja, das hat sich drastisch verbessert seit den letzten Spielen, also wahrscheinlich habt ihr seit sehr langer Zeit die letzten Spiele nicht mehr mit Lenkrad gespielt. Ich finde, das ist im Prinzip quasi nahezu dasselbe wie zuvor. Und spielt sich genau, wie es sich Forza Horizon in meiner Erinnerung mit Lenkrad gespielt hat. Tausend Meter springen ist doch nicht unrealistisch. Also ich sage mal, theoretisch kannst du das sogar machen. Daran habe ich auch nichts zu kritteln, aber mir geht es halt darum, du lenkst und du hast zum Beispiel bei Forza immer so eine ganz gute Behäbigkeit drin, während ein reales Auto halt direkt antwortet auf deinen Lenkbefehl. Und das ist auch bei F1 ja so. Also F1 ist ja auch ein bisschen controller-tauglicher, was es aber irgendwo auch, was auch bedingt, dass es so ein bisschen understeering ist. Mit dem Lenkrad ist dann nie 100% optimal, mit dem Controller hingegen dann schon, zumindest jetzt im Fall von Forza. Bei F1 ist es halt ein anderer Spagat. Ich meine, das ist ja auch oft so, dass wenn ein Arcade-Rennspiel sich mit dem Controller gut steuern lässt, dass es genauso gut auch andersrum ist, dass ein simulationslastiges Spiel sich meist mit dem Controller echt miserabel fährt. Wird der Spaßfaktor bei Forza Horizon von Zeit zu Zeit weniger? Ich denke mal, du kannst im Prinzip bei fast allem sagen, dass der Spielspaß irgendwann abnimmt. Bei manchen Spielen dauert es nur ein bisschen länger als bei anderen. Bei manchen geht es vielleicht ein bisschen hoch, bei Spielen mit krasser Lernkurve. Aber das ist ja Forza nicht. StarCraft macht dir in der ersten Stunde vielleicht keinen Spaß. In der zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten, zehnten Stunde auch nicht. Aber wenn du so 50 Stunden StarCraft hast, dann fängt es an Spaß zu machen. Und dann steigert es sich bis zu einem gewissen Punkt und dann hört es wieder oder geht es wieder ein bisschen runter. Moin Highway, moin Festinio, moin Forsten. Genau, hat so eine Art Controller-Dämpfung, du kannst dich schnell von der einen zur anderen Seite lenken. Das meine ich mit dieser Behäbigkeit quasi, dass das Auto immer so ein bisschen nicht so responsiv ist. So. Gibt's ja auch mit Lenkrad? Ich habe keine Ahnung. Die Fahrphysik ist auf jeden Fall eher darauf ausgelegt, dass du es halt ohne Lenkrad fährst. Und da kann man mir noch so viel erzählen. Also, Forza ist schon immer, auch in der Motorsport-Situation, ist schon immer ein Controller-Spiel gewesen. Die E-Sportler schon vor 10 Jahren sind immer mit Controller gefahren. Ich glaube, es gab nur ein, zwei Ausnahmen oder so, aber ansonsten fährst du das Spiel halt einfach mit dem Controller. Ich schaue gerade, welches Rennen ich noch nicht gewonnen habe. Das habe ich noch nicht gewonnen. Könnte man natürlich kombinieren mit dem Saisonziel. Ach, präzises Fahren mit Hypercars schwieriger. Geht. Ich sehe es nicht ganz so kritisch. Ab in den Mini.
Moin, Illusion. Das nächste F1-Liga-Rennen irgendwann Mitte Dezember. Das ist eine Liga, die einmal im Monat ein Rennen organisiert. Wettkampf der Ligen. Ist halt so ein bisschen dem Namen entsprechend dann auch so ein etwas übergeordnetes Ding. Bedeutet, dass ja, das so ein bisschen auch quasi in der Häufigkeit begrenzt ist. Wir machen ein Foto. Ach, komm, mehr Autos, Diggi. Wir müssen unbedingt ein Foto bei Nacht schießen. Das nervt. Eine Sache, die halt zum Beispiel, um es mal ein bisschen konkreter zu formulieren, eine Sache, die bei Forza mit dem Controller ganz anders ist als mit dem Lenkrad, oder allgemein ist es mit dem Lenkrad immer anders als mit dem Controller, oder meistens. Wie gesagt, wenn man mal Rennsimulation ausklammert, würde ich sagen, bei Controller und Lenkrad gibt es einen Unterschied. Mit dem Controller kannst du es so einlenken und es ist eigentlich fast immer okay. Wenn du voll einlenkst, ihr seht natürlich nichts, aber wenn du jetzt volle Kanne das in die eine Richtung schlägst, war natürlich super smart, das jetzt euch zu zeigen, weil ihr nichts gesehen habt, ne? Wenn du in eine Richtung schlägst, kannst du meistens ziemlich normal lenken. In Gran Turismo 2 zum Beispiel war das nicht der Fall. Da war es schwierig, so zu lenken. Werden wir die Tage sehen, wenn alles auf Gold zurückkehrt. Mein Format, wo ich versuche, in Gran Turismo überall die Goldmedaillen zu holen, in den Lizenzen. Darüber hinaus ist es beim Lenkrad nicht so. Also, du kannst mit dem Controller natürlich volle Kanne einschlagen, mit dem Lenkwinkel, oder alles ist gut. Das kannst du mit dem Lenkrad nicht. Wenn du mit dem Lenkrad vollen Lenkeinschlag nutzt, jedes Mal, dann untersteuert dein Auto, weil du viel zu sehr kurbelst, im Prinzip. Und das ist halt einfach das ein grundlegender Unterschied. Und jetzt kommen wir dazu, warum das ein Problem bei zum Beispiel Forza Horizon 5 ist. Und jetzt schließt sich der Kreis. In der Rennsimulation bekommst du sehr gut vermittelt über verschiedene Faktoren. Über Force Feedback, über Sound und so weiter und so fort, wenn du zu stark einlenkst. In Forza passiert das nicht. Das Feedback, dass du zu stark einlenkst, ist sehr marginal. Und das ist zum Beispiel auch dann so ein Faktor, wo ich mir denke, okay, du kannst nicht vernünftig mit dem Lenkrad am Limit fahren, wenn diese Begrenzung quasi da ist. Und das ist halt das Problem. Moin, Packer. Moin, Jürgen. Bremsfeedback findest du auch dürftig. Ja, kann ich nicht beurteilen. Ich fahre mit ABS, weil ich es wahrscheinlich auch, weil ich das Bremsfeedback nicht allzu präzise finde. Aber der Schwierigkeitsgrad ist ja komplett. Also, es tut mir leid. Ich habe in meiner Review das Spiel ja mega krass gelobt. Also, so ein paar Facetten hatte ich da noch nicht gesehen. So in der Detailed Analysis muss man natürlich noch ein paar Einschränkungen machen, definitiv. Und ich muss halt sagen, was die KI betrifft, wenn ja, Arcade-Rennspiel hin oder her, primärer Fokus liegt da trotzdem irgendwo aufs Rennfahren. Die KI ist halt echt schlimm. Wie du halt auf Profi bei der D-Klasse oder bei der C-Klasse meistens einfach komplett wegdominatest und auf höheren Klassen
wird dir so hart der Hintern mit Schmirgelpapier abgefetzt, dass du die nächsten Wochen halt echt nicht mehr sitzen kannst, ohne roten Stuhl zu haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und Schlagbock Querfeld ein ist auch Begriff, ja. Ja. Ja, aber ich habe mit den meisten Problemen so ein bisschen meinen Frieden gefunden. Ne? Also ich habe halt sehr viel schon kritisiert bei Forza Horizon 5. Und im Endeffekt, auch bei Formel 1 war es so, wenn es dann keinen aktuellen, akuten Anlass dafür gibt, irgendwas zu kritisieren, denke ich mir meist, ja, Kritik ist jetzt schon angebracht oder angeführt. Ich lasse gut sein, so. Das Spiel geht seiner Wege, ich gehe meiner Wege und gut ist. Aber teilweise nervt es einen dann trotzdem. Ja. Aber hey, gucken wir mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Dann gehen wir ein bisschen shoppen.